Eigentlich mag man nicht hinschauen, aber dann passiert etwas und man hat es verpasst. Da ist es schon fast soweit. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok balanciert der US-Slackliner Andy Lewis auf einem schwankenden Seil in schwindelerregender Höhe zwischen zwei Wolkenkratzern. Den Zuschauern stockt der Atem. Und dann fällt er doch. Gerade noch mal gut gegangen, der Sicherungsleine sei Dank. Lewis muss verschnaufen. Für die 169 Meter lange Distanz braucht er schließlich 1 Stunde und 5 Minuten. Das ist neuer Weltrekord.